Servus Leute, wie geht's? Schöne Spitze wieder Rolle, irgendwann sind schon alle wieder herzlich willkommen zu dieser weiteren Runde der Freundschaftserwogen. Heute wollen wir uns diese Festung mal reinziehen und mal gucken, was die so auf dem Kasten hat, ne? So, als Oberherrn haben wir Mako, den Einrenker. Ich denke, den müssen wir nicht weiter vorstellen, das ist ein DLC-Ore, kennen wir ja, ne? Und ich mache das schnell hinein. Dann haben wir noch Bubol, den Fleischklumpen. Gaune. Was haben wir hier noch? Sunnen, Allesfresser und Tode. Einmal Astero-Grubenkämpfer. Ich finde es so geil, dass die Grubenkämpfer immer diesen Schulterpanzer von den vom Kriegstreiberstamm bekommen. Sehr geil. Sieht auf jeden Fall sehr erotisch aus. Ne? Dann haben wir einmal die Sapperlippe mit dem Fehlzehren. Okay. Dann noch einmal ein Legendärer und einmal Ugol, der Rasche. Mal gucken, ob der Rasch aufs Maul kriegt. Und er hat sogar ein paar Köder dabei. Eigentlich können wir auch direkt loslegen, ne? Und dann, let's go. So, da stehen wir nun vor der Festung. Es ist so krass, wie wolkenverhangen das gerade ist. Sehr, sehr geil. Macht auf jeden Fall noch ein bisschen was her. Und dann wollen wir uns mal hier die... Wollen wir uns die Armee angucken? Komm, wir gucken uns nochmal kurz vorher, bevor wir loslegen, müssen wir uns nochmal kurz die Armee angucken. Ja, gehen wir mal kurz durchzappen. Sind wir einmal Arkaios, den Architekten, den kennen wir bestimmt alle ganz gut. Als Leibwächter haben wir noch einen Bluthund ebenfalls mit am Start. Dann, was haben wir hier noch alles? Das ist gar nichts von meinen. Ist noch ein bisschen dürftig, finde ich, so von der Truppe her. Fehlen, finde ich, für mich nur ein bisschen was. Also es sind noch ein bisschen weniger. Das ist ein kleines Manko, was ich raushauen muss. Ansonsten, ja, kann man machen. Auf geht's, let's go. Hauen wir auf die Kacke. Kann natürlich auch sein, dass das absolute Hochkiller sind, ne? Und ich jetzt richtig Probleme haben werde gegen die. Wir werden sehen. So, dann wollen wir mal hier einmal so. Zack, 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 zack. Und... Der kriegt eins in die Eier gedreht. Hallo. Jetzt gucken wir unser eigenes Süppchen hier. Yo! Schack, du alter Killklauer! Alles klar, läuft. Aber was hätte, was anderes hätte ich von Schack auch nicht erwartet. Alter, hat er mit einem Schlag hat er den weggefetzt, ey. So. Tot, der nächste. Tot und verdammt. So wie es sich gehört. Schön, nicht? Bevor die sich jetzt ja anfangen, gegenseitig umzubringen. Nehmt die Hütte auseinander! Schnell, Attacke! Pferdekacke! Oh, die Sabberlippe, Kude! Weißt du, was ich mit dreckigen, stinkenden Tags mache? Hä? Und weißt du's? Ah ja, alles klar. Und weißt du, was ich mit Uruks mache? Naja, genau dasselbe. So, du kleine schmierige Sau. Die schlitze ich auf und tu deine eigene... Leck mich am Arsch! Wer schießt hier mit Feuerbällen um sich? Das kann richtig brennen. Das brennt doch auf der Haut, Alter. Ich hab da keinen Lichtschutzfaktor 1000 drauf. Stell dir mal vor, ey. So eine Sonnencreme, die auch gegen Feuer hilft. Das ist der größte Scheißdreck, den ich hier geschwätzt habe. Ein Lichtschutzfaktor, der auch gegen Feuer hilft. So. Bevor du mich tötest, wie wär's mit einem letzten Rock, bevor du mich tötest? Eigentlich ja nett, ne? Du bleibst jetzt trocken und zwar bis. Ja, bis in alle Ewigkeit. Kommt hier der andere? Für den Fall, dass ihr ein Schnarchen hört, ne? Nicht wundern, es ist nicht tatsächlich das Headset, das ist mein Hund. Ja? Der sitzt jetzt hier nämlich gerade direkt neben mir auf seinem angestammten Platz. Der hat nämlich so sein kleines Plätzchen so nebendran und guckt mir beim Zocken zu. Das ist
Der Wahnsinn. Der kleine Kerl, hey. Ja. Aber darf er auch, ja, ne? Der darf sich auch hier, darf auch ein bisschen verwöhnt werden, nicht? Solange er noch nicht auf meinem Platz ist, ist alles gut. Denn mein Platz ist mein Platz und das soll er auch wissen. Der hat seinen eigenen. Was geht denn jetzt ab? Okay. Hi! Heute waren irgendwie alle Orlogs im Nachhilfekurs für schwarze Sprache, habe ich so das Gefühl. Ich habe nämlich heute schon eine Runde gespielt und da hat auch einer mit schwarzer Sprache rumgeballert. Auch nicht schlecht. Tötet einfach alles. Jeden Einzelnen. Tötet sie. Ah, ich töte dich, du Schweinehund. Mir fällt gerade was ein. Ich habe jetzt lang genug eigentlich mit dieser Waffe gekämpft, deswegen... Ich tausche die jetzt einfach nochmal kurz, ganz... Flux, sage ich jetzt einfach mal. Wo zum Teufel ist die jetzt? Ich muss doch irgendwo hier meinen... Ah ja, da ist mein Schwert des Krieges. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Das müsste ich auch irgendwie mal leveln, irgendwie. Weil das ist schon geil, wenn das dann anfängt, so Flammen zu haben und überhaupt, dass ich halt auch die Möglichkeit habe, Uruks mit einem kritischen Treffer einzufrieren. Das ist schon sehr geil. Okay. Dafür ist halt mein Maschinenstammschwert, das hat halt deutlich mehr, gibt halt deutlich mehr her. Aber gut. Und es setzt halt auch meinen Gegner in Brand, was sehr geil ist. Oh, der ist benommen, töten! Oh, scheiße. Junge, wie das abgeht gerade. So geil. Woo! So, komm her, du Schwein. Okay, der Orlok ist auch tot. Yo! Was ein geiler Finisher. Voll nice. Okay, den haben sie anscheinend auch schnell getötet gehabt, die Jungs. Und jetzt bringen sie sich anscheinend gegenseitig um. Sehr, sehr geil. Jungs, das habt ihr gut gemacht und jetzt leckt mich. Ich muss jetzt hier kurz mal rein. So. Mal kurz einen Moment Hallo sagen. Weil... Wir wollen natürlich auch freundlich sein, zwei Orlogs. Scheiße. Naja gut, was soll's. Es sind halt zwei mehr. Vielleicht schaffen wir das sogar im Gold-Status. Vielleicht schaffen wir den heute mal. Du hättest nie herkommen sollen, Grabwandler. Ich bin der Herr dieser Festung. Nicht mehr lange. Also, jetzt mal ernsthaft, der ist echt nicht mehr lange der Herr der Festung, weil irgendwann ist er nur noch der Herr eines Grabes. Oder der Herr eines Tellers, wie man es nimmt, weil die Uruks, die werden ihn wahrscheinlich fressen wollen. Und ja, dann wird es vielleicht für ein paar mehr Teller. Mal gucken, was Flak da zaubern kann. Attacke! Oh, shit. Natürlich Fluch, ne? Das ist so, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist so meine Hass. Also, die hat Fluch hasse ich halt mit von allen Elementar-Angriffen mit am meisten, wenn sie nicht auf meiner eigenen Seite ist, weil die ist so ekelhaft. Shit.
Scheißen Dreck! Oh, Kacke! Oh, Scheiße, 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 Scheiße! Jetzt greifen wir an! Scheiße, cool! Oh, die prügeln sich gegenseitig die Fresse ein, das ist auch gut! Uah. Komm her, Dicker! Hä? Boah, scheiße. Aber mein Kollege hier hat den anderen schon gut erwischt. Hat ihm schon gut ein paar mitgegeben. Wir haben auch ein paar Untote jetzt mittlerweile an unserer Seite. Das ist sehr gut. So, volle Deckung. Stirb, du Schwein! Ah! Hey! Das klappt doch wohl nicht ernsthaft. Ich hab den schon mehr als einmal in die Fresse gehauen hier. Und der, und man muss halt wirklich eine Sache sagen, der Dings, der, ich hab den Namen vergessen. Der Einrenker ist alles andere als ein treuer Herrscher, als ein treuer Diener des dunklen Herrschers. Das muss man halt mal wirklich so gesagt haben. Der scheißt eigentlich dick auf Sauron. Ich glaube sogar, also ich, meine persönliche Meinung ist tatsächlich, dass er wirklich ein persönliches Problem tatsächlich sogar mit Sauron hat. Dass der wirklich sogar wirklich Hass auf den schiebt. Die Gründe dafür sind leid, es ist halt ein bisschen fragwürdig, weil man nie wirklich viel über ihn herausfinden konnte. Es wäre halt schon cool gewesen, wenn man im Nachhinein bei Galadriels Klinge, aber da muss man wirklich sagen, danach ist nichts mehr eigentlich, so rein theoretisch. Außer halt Uruks töten, um irgendwie dem, von dem seiner Identität was herausfinden zu können. Aber gut, was soll's. Ich habe zwar eine eigene Theorie zu Marku, dem Einrenker, aber das könnten wir vielleicht später mal erörtern. Und das ist dann aber auch wirklich nur Vermutung. Und dann hoffe ich, haut da rein, bleibt dabei, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Lemming Wanze. Und ja, bis denne. Und Talion, würdest du? Oder müssen wir warten? Wir müssen, glaube ich, noch warten, weil Talion ist eine faule Sau und macht nur sehr langsam. Okay, das war's jetzt aber wirklich. Macht's gut. Ciao.